Herzlich willkommen zurück. Jemand hat mir wieder mal eine E-Mail geschrieben und wollte wissen, hey, kannst du nicht mal zeigen, wie man Lenkrad und Airbag ausbaut? Da dachte ich mir, darüber können wir doch auch mal ein Video machen. Also, los geht's. So ein Focus ist ja inzwischen eine relativ alte Kiste und da ist natürlich auch das ein oder andere Lenkrad extrem abgegrabbelt. Entweder ihr habt das Lederlenkrad oder ihr habt halt eben das Plastiklenkrad. Die zwei Varianten gibt's und ich zeige euch in diesem Video, wie ihr dieses Ding erfolgreich ausbauen könnt, ohne dass euch der Luftsack ins Gesicht springt. Außerdem erzähle ich euch noch, welche zwei Varianten von Airbags es beim Focus gibt und welche zwei Varianten von Lenkrädern es beim Focus gibt. Da gibt es nämlich durchaus ein paar Sachen zu beachten. Bevor wir anfangen, sei an dieser Stelle aber gesagt, seid euch bewusst, so ein Airbag ist Sprengstoff. Wenn ihr also nicht genau wisst, was er macht, lasst es lieber. Und bevor wir überhaupt anfangen, machen wir die Motorhaube auf, koppeln die Batterie ab, gehen dann in den Innenraum, drücken einmal auf den Warnblinkschalter, dass die restlichen Spannungsspitzen aus dem System raus sind. Dann geht er entweder pullern oder trinkt ein Bier und kommt nach 15 Minuten wieder und dann legen wir los. Ich mache bei mir persönlich nicht nur immer den Warnblinkschalter an, sondern auch noch das Licht an. Ich will halt einfach auf Nummer sicher gehen. Außerdem solltet ihr euch natürlich euren Radiocode aufschreiben, weil ohne den wird es blöd. Wir fangen jetzt an, das Lenkrad oder als allererstes das Airbag-Modul, ich muss ein bisschen wegen der Tür aufpassen, zu demontieren. Das ist beim Vorfacelift und Facelift immer dieselbe Herangehensweise. Als allererstes braucht ihr euren Schlüssel, es muss nämlich euer Lenkradschloss entriegelt werden. Ihr habt es gerade schon gesehen, ich habe das Lenkrad um 90 Grad gedreht. Ob ihr es nach links oder nach rechts dreht, das ist vollkommen egal. Hauptsache das Lenkrad steht schief. Wir müssen nämlich jetzt von hinten an dieses Loch ran. Hier und natürlich auch auf der gegenüberliegenden Seite, also jetzt unten, ist der Airbag festgemacht. Die Schrauben müssen wir locker machen. Dafür nehmen wir uns einen 5,5er Inbus. Die Schrauben sind im Lenkrad eingelassen. Das heißt, wenn ihr den Airbag locker geschraubt habt, können euch die Schrauben nicht abhauen. Macht euch da also keine Sorgen. Ihr schraubt jetzt quasi einmal die Schraube da oben los, dreht das Lenkrad um 180 Grad und macht danach dieselbe Schraube nochmal los und dreht das Lenkrad danach wieder in die Mittelstellung. Lenkrad ist wieder in der Mittelstellung und auch das Lenkradschloss habe ich wieder eingerastet. Warum, zeige ich euch gleich. Jetzt geht es darum, den Airbag zu entfernen. Der ist über die komplette Fläche einmal geklipst. Ihr greift am besten hier unten einmal rein und dann, wenn ihr, ich habe hier die Tempomat-Tasten, aber wenn ihr die Tempomat-Tasten nicht habt, am besten seitlich noch ein bisschen und auch hier oben ein bisschen ziehen. Es kann sein, dass der Airbag extrem fest ist. Macht das also bitte mit ein bisschen Fingerspitzengefühl. Das Airbag-Modul ist jetzt locker, aber ihr könnt es noch nicht wegnehmen. Es hängt nämlich noch an diesem Stecker. Ihr habt, wenn ihr keinen Tempomaten habt, nur einen gelben Stecker. Da ich einen Tempomaten habe, habe ich hier hinten noch einen schwarzen Stecker. Der schwarze Stecker interessiert uns nicht. Airbag ist der gelbe Stecker. Hier geht er jetzt vorsichtig mit einem Schraubendreher hier oben rein, drückt die kleine Nase nach unten und dann könnt ihr den Stecker vorsichtig aus der Wickelfeder rauswackeln. Seid euch bitte, wie vorne im Video schon gesagt, bewusst, ihr arbeitet immer noch mit einem Airbag. Da liegt jetzt der ausgebaute Airbag. Den legen wir immer so hin, dass, wenn er jetzt aufgehen sollte, er nach oben aufgeht. Wenn ihr das Ding nämlich kopfüber dreht und aus irgendeinem unerfindlichen Grund überlegt sich das Teil jetzt doch noch zu zünden, springt euch das Teil nämlich sonst da oben wahrscheinlich an die Decke. Außerdem habe ich mir angewöhnt, immer eine Pappe drunter zu legen. Da gehe ich nämlich jeder elektrischen Leitung aus dem Weg. Hier kann also das Wenigste passieren.
Weiter geht's zum Lenkrad selbst. Solltet ihr wie ich einen Tempomaten haben, müsst ihr jetzt hier oben dieses zweite Käbelchen auch noch rausmachen. Danach geht es an das Lenkrad selbst. Das ist nur einmal über diese zentrale Schraube gesichert. Das ist eine 24er Schlüsselweite. Die machen wir jetzt raus und danach wackeln wir das Lenkrad vorsichtig von der Lenksäule runter. Ganz wichtig, macht das unbedingt vorsichtig. Wenn ihr nämlich dabei zu grob seid, kann es sein, dass die Lenksäule nach innen durchfällt und dann habt ihr verloren. Ich werde in diesem Video nicht darauf eingehen, wie ihr das Teil reparieren könnt. Ich kann euch aber sagen, dann muss die komplette Verkleidung hier raus und ihr müsst im Zweifel die komplette Lenksäule ausbauen oder euch eine neue besorgen. Deswegen wirklich macht extrem vorsichtig bitte. Ich schraube die Schraube jetzt, wie gerade gesagt, locker. Ihr könnt mir wieder dabei zuschauen, dann nehmen wir das komplette Lenkrad ab. Wenn ihr diesen Zapfen hier noch rausschauen seht, dann habt ihr alles richtig gemacht. Wie gesagt, seid bitte extrem vorsichtig beim Runternehmen. Wenn dieser Zapfen nach innen durchgerutscht ist, habt ihr jetzt schon verloren. Dann könnt ihr euch eigentlich schon mal daran machen, diese Verkleidung auszubauen, die ja auch. Und dann müsst ihr die komplette Lenksäule rausnehmen und von hinten wieder einsetzen. Darauf gehe ich hier aber nicht ein. Worauf ich allerdings jetzt noch als nächstes eingehe, ist die Wickelfeder. Hierüber läuft zum Beispiel die Blinkerrückstellung. Außerdem dient sie als Verbindungspunkt zwischen Fahrzeugelektrik-Innenraum und dem Airbag über diese beiden Steckeranbindungen. Rechts, wie gerade gesagt, Airbag, links, falls ihr ihn verbaut habt, Tempomat. Und das Ding solltet ihr auf keinen Fall, es lässt sich jetzt sehr leicht verdrehen, solltet ihr aber auf keinen Fall verdrehen. Deswegen nehmt euch ein bisschen Klebeband und fixiert euch die Wickelfeder in der Mittelposition. Wickelfeder ist gegen Verdrehen gesichert. Gehen wir also mal auf die beiden Lenkradtypen im Ford Focus ein. Ihr seht, es gibt zwei verschiedene. Die Lenkräder selbst sind äußerlich dieselben, innerlich sind sie ein bisschen anders. Wir haben rechts das Vor-Facelift-Modell, was allerdings auch bei frühen Facelift-Modellen eingebaut wurde, und einmal das Facelift-Modell. Die Airbags bzw. die Lenkräder könnt ihr ganz einfach unterscheiden. Kleine Ford-Pflaume, Vor-Facelift, große Ford-Pflaume, Facelift. Der Unterschied zwischen den beiden Airbags ist ganz einfach zu erklären. Ihr seht, dieser ist deutlich flacher, dieser ist deutlich höher. Hier habt ihr einen einstufigen Airbag verbaut, hier habt ihr einen zweistufigen Airbag verbaut. Die Airbags könnt ihr untereinander nicht tauschen. Ihr habt jeweils hier und hier unterschiedliche Anschlussstecker. Ja, ihr könntet jetzt noch die Wickelfedern tauschen, aber darauf werde ich ja auch nicht eingehen. Prinzipiell sei gesagt, diese Airbags könnt ihr untereinander nicht tauschen, wohl aber mit ein bisschen Anpassungsarbeit die Lenkräder. Ich nehme jetzt einfach hier mal den Airbag raus, ebenso hier. Wenn er denn will, jetzt will er. Wir legen die beiden Lenkräder komplett nebeneinander und die sehen zwar auf den ersten Blick gleich aus, aber auf den zweiten nicht. In diesem Bereich ist das Facelift-Lenkrad weiter ausgeschnitten als hier. Ihr seht, hier fehlt ein bisschen was. Und auch im oberen Bereich hier ist das Airbag-Lenkrad vom Facelift anders geformt als das vom Facelift. Ihr könnt allerdings mit ein bisschen Geschick die Lenkräder untereinander passig machen. Das soll in dem Fall heißen, wenn ihr meinetwegen einen Facelift habt, könnt ihr ganz einfach in euer Vor-Facelift-Lenkrad hier diese Bereiche mit dem Cutter aufweiten. Dann könnt ihr auch ohne Probleme euren Facelift-Airbag in ein Vor-Facelift-Lenkrad einbauen. Euren Vor-Facelift-Airbag könnt ihr auf jeden Fall in ein Facelift-Lenkrad einbauen. Das funktioniert also. Ihr solltet also bei der Suche nach einem neuen Lenkrad ein bisschen aufs Baujahr achten. Prinzipiell ist es zwar überall möglich, jeden Airbag zu montieren. Gegebenenfalls, wie gesagt, müsst ihr aber das Vor-Facelift-Lenkrad für den Airbag des Facelift anpassen. Und warum mache ich mir diesen ganzen Spaß? Erstens natürlich, weil ich euch zeigen möchte, wie es geht. Und zweitens, weil ich mir ein Sportlenkrad einbauen möchte. Der Zusammenbau geht grundsätzlich in ein und derselben Reihenfolge. Das heißt, ihr nehmt zuerst euer Klebeband für die Wickelfeder weg, setzt dann vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig wieder euer Lenkrad auf, macht dann die große 24er Mutter fest und zieht sie gegen die Lenkradsperre wieder fest, Airbag einklipsen in die Wickelfeder, Airbag einklipsen im Lenkrad, 90 Grad nach rechts drehen oder nach links, Schrauben festmachen, andere Seite fertig und dann vorne wieder die Batterie dran machen. Musik.
Lenkrad und Airbag sind montiert. Wir vergewissern uns jetzt, dass die Zündung aus ist. Ist sie. Wir vergewissern uns, dass der Warnblinkschalter aus ist und eben das, was ihr vor der ganzen Aktion angemacht habt, also in meinem Fall zum Beispiel noch das Licht. Und dann machen wir uns jetzt daran, hier vorne wieder die Batterie anzuklemmen und danach schauen wir mal mit Zündung an, ob das Airbag-Symbol ausbleibt. Zündung ist an, Airbag-Leuchte ist aus, Hupe funktioniert. Sehr schön. Hat das also alles hervorragend funktioniert. Als letztes müsst ihr jetzt eigentlich nur noch euren Radiocode eingeben, eure Uhr neu einstellen. Vergesst bei der ganzen Sache natürlich nicht, dass auch euer Tageskilometerzähler bei so einer Aktion, wenn die Batterie weg ist, auf Null springt. Ich erfreue mich jetzt an meinem neuen kleinen Airbag-Lenkrad und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen helfen konnte. Wenn ja, lasst mir gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten wie immer an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bleibt im Fokus.